Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir im Thorsten. Und ihr seht, ja, ich komme jetzt gerade aus dem Livestream, bin einfach mal sitzen geblieben, dass ich euch heute noch eine Folge bringe, denn am Wochenende, ich wollte eigentlich die Folge am Sonntag aufnehmen, war aber fast den ganzen Tag nicht da, dann abends den Livestream und. Also wir haben samstags und sonntags live gestreamt. Danke nochmal an alle, die mal wieder dabei waren, und auch danke vor allen Dingen an die, ihr müsst das nicht machen, aber an die, die hier reingespendet haben und haben immer geschrieben. Ihr seht das hier einmal. Und nochmal, und es gab noch ein paar andere dabei, Nette und Crasher HD. Und die haben für den Goldpass hier. Die wollten unbedingt, dass ich mir den Goldpass kaufe, aber ich habe mit dem Account hier ich habe hier keine Zahlungsgeschichte hinterlegt bei allen Accounts. Man glaubt das zwar, weil das ist ja hell erleuchtet. Wenn man schlechte Verbindung hat zum Paydienst, dann ist das hier, glaube ich, immer so ganz, ganz grau. Aber wenn ich hier jetzt raufgehe, dann seht ihr das. Da ist es ist nichts hinterlegt, und ich will das jetzt mal kurz hinterlegen und hole mir jetzt mit dem Avatar doch den Goldpass. Und ich lasse mich mal überraschen, was ich dann habe, was ich dann kriege, was ich dann in Zukunft kriege und so weiter. Der April ist jetzt noch ein bisschen länger, also es lohnt sich in jedem Fall. Und dann mache ich mal einen kurzen Schnitt und dann seht ihr gleich, dass ich mir das Ding mit irgendwas gekauft habe. Ich muss mal gucken, was ich hier jetzt hinterlege und dann auch wieder rausnehme. So, jetzt haben wir einen dicken Jingle verpasst, aber wer sich das Ding auch gekauft hat, ich muss das jetzt doch gerade übers mobile Telefon machen, hier hat es irgendwie nicht rüber funktioniert, und der hat ja so einen riesen Jingle und auch so eine Schrift, aber ihr seht das unten jetzt schon, hier unten 18 Dinger habe ich hier jetzt offen, also ich habe jetzt den Goldpass, er wird mir hier auch nicht mehr angeboten, und so bin ich eurer Bitte nachgekommen, habe mir das Ding geholt, und ich habe jetzt schon einiges auch an, okay, die Dinger habe ich jetzt auch schon fertig, aber ich habe jetzt die ganzen Belohnungen hier, und ich kann aber einiges auch noch gar nicht abholen. Ich kann das Heldenbuch nicht abholen, weil ich noch eins habe. Aber ich gucke mal, dass ich mir die Sachen abholen kann, die ich mir abholen kann. So, Spende für einen Juwelen, holen wir es mal ab. Und das ist aktiviert. Bauarbeiterschub. Wirkt sich das jetzt eigentlich auf die Bauarbeiter? Ich habe ja 5 Stück beschäftigt. Ist das jetzt, das ist ja wahrscheinlich, werden die ja jetzt nicht geschubt oder werden die jetzt geschubt? Ich weiß es nicht. Wir testen das. Mal sehen. Das ist jetzt also mal Battle Pass etwas später kaufen. Beziehungsweise Battle Pass etwas später einholen. Heldentrank kann ich mir nicht abholen. Das nicht. Machttrank. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Ausbildung, Forschung, Bauarbeiter. Okay, das holen wir uns mal ab. Ich meine, wir holen uns jetzt einfach alles ab, was wir uns wenigstens abholen können. Denn Mauerringe kann ich mir, glaube ich, auch abholen. Bauarbeiter, Trank, glaube ich, nicht. Rune des Goldes, alter Falter. Machttrank kann ich mir nicht abholen. Aber für den Machttrank, nee. Gute Helden kann ich mir nicht abholen. Das nicht. Forschungsschub hole ich mir auch mal. Aber ich hole mir jetzt alles ab, was so geht. Größte Saison, also alles das, was man sich bis dahin erspielt hat, gibt es tatsächlich. Ich wollte das auch erst nicht glauben. Aber es ist so. Ausbildungsschub abholen. Ja, da haben wir uns alles abgeholt. Und für 100 Gems, das wusste ich, das habe ich bei den anderen schon mal gesehen. Für 100 Gems, oder für 100 Gems, entschuldigt, gibt es dann hier auch, kann man sich das direkt freischalten. Also kann man da auch nochmal was einwerfen. Okay. Dunkles, das kann ich mir abholen, glaube ich. Gab es hier nicht auch ein bisschen Gold und Elex? Ah nee, das war ganz, ganz vorne. Das konnte ich mir ganz generell abholen. 5 Belohnungen habe ich noch, okay. Aber die konnte ich mir jetzt nicht abholen. Und meine Bauarbeiter sind jetzt nämlich nicht schneller dabei. Ne? Die sind immer noch so langsam. Und denn das betrifft, glaube ich, nur neue Sachen. Ich glaube, das betrifft dann leider nur neue Sachen. Ihr seht das hier. Okay. Also muss man da schon ein bisschen genauer planen. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich das gemacht habe. Aber die Kosten sind natürlich alle reduziert. Okay, also ein bisschen habe ich dann ja doch davon. Und ist ja jetzt nicht ganz so, dass ich ganz, ganz leer ausgehe. Aber sonst sehe ich jetzt im Moment noch keine Veränderung. Was muss ich denn hier noch machen? Ich muss noch den Sternbonus reinballern. Machen wir. Das machen wir. Mit den Kobis, würde ich sagen. Und ich muss aber eben noch mal was querchecken. Denn irgendwas passt noch nicht. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ja, den haben wir gerade so am Streamende noch verpasst. Also mein Stream, ich glaube, ich hatte gerade ausgemacht. Da postet der Matze, dass er auch noch angegriffen hat und einen Stern geholt hat. Und das können wir uns natürlich mal gerade anschauen. Alter, ist das laut. So, ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser für euch. Und ist natürlich cool, muss ich sagen. Auf so eine Base hier, der Matze ist ein Rathaus 9, also der Knockout, hat 24er, 17er Pärchen. Ich habe ja heute auch mal so ein paar... Immer noch so laut. Ich habe so ein paar Besuche gemacht, tatsächlich mal. Das ist auch eher selten, dass ich mal Besuche mache. Und, ah ne, so ist es, glaube ich. So passt das jetzt, glaube ich.
dass ich ein paar Besuche gemacht habe. Aber ich glaube, die Art, ich hoffe, das hat euch gefallen, egal auf Twitch oder auch auf YouTube. Ich glaube, so kann ich jedem so ein bisschen gerecht werden mit der Form, wie ich es gemacht habe. Denn einfach so die Text posten und dann besuche ich irgendwas und irgendeiner kommt nicht dran, weil er halt noch nie dran war, weil er immer verpasst wurde oder was auch immer. Kommt immer vor, aber ist immer dann auch für den Streamer der kleine Horrorfilm, der dann so abspielt. Und deswegen glaube ich, habe ich jetzt eine Methode gefunden, wie wir das ganz chillig machen können. Es wird verlost, also es wird ganz, ganz einfach gegen kein Geld oder sowas, sondern es wird einfach verlost. Das heißt also, wir raffeln einfach und eine Minute Zeit, das kann man ein bisschen hochstellen, stelle ich demnächst auch mal ein bisschen höher, dass auch vielleicht dann ein paar andere da noch mit reinrutschen, die jetzt nicht genau in der Minute da sind, wo ich das anstoße. Man kann ja mal auf Toilette gehen, nicht hingucken, was auch immer. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht dann so 4-5 Minuten läuft und da hinten jetzt erst die Clanburg. Alter Falter, du bist aber auch gut, Matze. Nicht schlecht, okay. Also gar nicht mal die Clanburg erst gelockt, sondern die Clanburg kam ich mal. Ich habe am Ende noch genug Truppen, um die Clanburg hier zu eliminieren. Hat er auch geschafft. Wunderbar, ey, cooles Ding. Muss ich mal sagen. Habe ich, ich glaube, wenn die Clanburg so am außen ist, dann lockst du die eigentlich immer. Okay, wenn du es nicht machst, dann scheiße einfach auf die Clanburg und sagst, komm, die ist sowieso als letztes dran. Und das krieg ich dann schon irgendwie hin. Oder halt, sie macht gar nichts mehr. Weil wenn die dann auch weg ist, was muss er hier nochmal machen? Oh, nochmal, da kommen nochmal Skelette. Irgendwas hat die Skelette jetzt nochmal ausgelöst. Ach so, die bösen Hexen. Naja, okay. Kein Thema für die Hexen, eine Bauhütte noch. Und dann sind das hier, zack, 99% vom Matze, wunderbar. Das hatte ich nämlich, das war es, das, was ich vergessen habe. Okay. Aber wer die beiden Livestreams nicht gesehen hat, auf YouTube ist einer schon online, der zweite geht heute erst online. Und dann könnt ihr euch die gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Aber wir wollten hier noch 2 Sterne holen und wollten ja so ein bisschen im Goldpass weiterspielen. Ich bin jetzt auch gespannt. Also wir wissen jetzt schon mal, der Goldpass, oh, den können wir mitnehmen. Der Goldpass ist jetzt nicht 2 Sterne, ja, kriegen wir damit hin. Also alles das, was schon läuft, wird jetzt nicht verbessert, beziehungsweise wird nicht verschnellbessert. Aber ich bekomme natürlich in den nächsten Tagen, ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, einen Bauarbeiter frei. Oder 2, 3, weiß ich nicht. Und dann können wir das natürlich gerne machen. Oha, meine Mauerbrecher sind da schon wieder exzellent durchgegangen. Hier bis fast in die Mitte, der coole King kommt hier dazu. Und jetzt wird es auch Zeit für die Jungs hier. Die lasse ich mal einfach so ein bisschen aus dem Bild rennen hier, damit die einfach sich vielleicht so ein paar Außenlager schnacken, ne? Weil hier innen drin ist nicht so viel, glaube ich. Dann hole ich mir die Außenlager jetzt einfach hier so ein bisschen so. Ein bisschen so. Ihr habt das ja gesehen, auch im Livestream fahre mich ja ähnlich hier auf ganz kleiner Flamme. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das passt so. Den restlichen, die kann ich jetzt da reinschicken. Komm. Der Dicke muss hier jetzt mal ein bisschen härter reingehen. Einmal den Warden gezündet. Aber da ist, es ist nicht so wirklich Verteidigung da. Und ich hätte fast gesagt, wenn das Goldlager jetzt auch noch weg ist hier unten, dann gehen sogar meine Kobolde schon auf Verteidigung. Das ist richtig cool in den kleinen Rathäusern. Beim Zweisocken mache ich das oft. Mit ein paar Riesen, 2, 3 Mauerbrecher und dann nur die Kobolde. Und wenn da kein Lager mehr da ist, dann gehen die auch auf defensive Gebäude, also auf Verteidigung. Und das ist schon ziemlich cool. Also auf den kleinen Rathausstufen kann ich euch nur empfehlen, macht das mit den Kobis, die rocken da alles. Da brauchst du keinen Tank. Die sind so schnell. Okay, habt das ja schon mal in der Woche bei mir gesehen. Wenn dann mal so ein Drache da drin ist, hast du auch mal Pech. Aber es geht auch. Ich glaube, das geht auch. Und ich glaube, wir haben den Bonus hier in jedem Fall reingeholt. Ich wollte das auf jeden Fall mit euch machen. Sage auf jeden Fall danke, dass ihr mir das gesponsert habt. Ihr hättet das nicht machen brauchen, ehrlich nicht. Aber ich denke, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ich dem auch nicht nachgekommen. Das wäre auch doof. Toto Heims zieht die Spenden ein und macht da mit ihr sich einen schönen Tag oder so. Nee, ich spare schon immer nett auf mein kleines Equipment. Und wenn es nur ein besseres Übertragungskabel ist, von HDMI aus auf USB-C oder was auch immer, und habe jetzt das mal tatsächlich dafür genutzt. Ich weiß, das ist jetzt 2-mal reingekommen oder 3-mal, aber eigentlich macht es nur, glaube ich, beim Rathaus 11 hier Sinn. Also haben wir hier nochmal den 5. drin. 6 Stück hier in 7-mal. Wann geht das wieder? Greift nach den Sternen. Okay, das ist einfach so da. Das läuft, glaube ich, nicht ab. Und in 17 Stunden geht es erst wieder weiter los. Ich glaube, hier habe ich jetzt nicht mehr. Hier gibt es nicht 100 Gems, oder? Das kann man sich nur für 100 Gems freischalten, oder? Hier gibt es nicht 100 Gems, ne? Dem Bauarbeiter, oder was?
Kriegt man die 100 Gems? Ne, eben, 80 Punkte kaufen, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, kriegt man da 100 Gems, wäre ja schön, ne? Aber ich habe jetzt ein paar Runen. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Runen dann hier drin. Und, Alter, ist das geil. Goldrune, ein bisschen davon. Heldenbuch, ich hab noch ein Heldenbuch. Mal sehen, Worden kann ich mir vorstellen, geht hoch, das ist aber Dunkeldorf, ne? Ah ja, okay, das ist Dunkeldorf. Das ist aber normales Dorf, okay, das brauche ich jetzt auch im Moment nicht. Werde ich aber sicherlich einsetzen, denn lohnt sich in jedem Fall, ein paar Tränke ausgeben. Und dann sind wir hier mit dem Rathaus 11 in jedem Fall wieder richtig knackig am Start. In dieser Woche gibt es auf jeden Fall was von den Spätzchen mit Soße. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart. Und ich würde sagen, nochmal vielen Dank für alles. Bis coole Wochenende, bis coole Clash of Clans Wochenende. Und bis dahin, euer Toto. Clash Toto.